Ja, liebe Freunde, willkommen zurück zu Duke Nukem Forever. Und gegen Ende der letzten Folge hat es der Duke persönlich noch angekündigt. Bitte anschnallen, das wird ein heißer Ritt. Moment mal. Gab's da auch noch? Ah ja, das habe ich gesucht. Okay. Ja, na dann. Yeah. Macht schon ein bisschen Laune hier, ne? Ja, Wendekreis des Todes. Ich habe lieber Beschleunigung des Todes. Ach, no entrance. Ich glaub's hakt. Rein da. Auf großem Fuß Teil 2. Ich hätte jetzt eigentlich hier die Gelegenheit noch ein bisschen länger nutzen sollen, um mich noch ein paar Proberunden zu drehen, mir mit der Steuerung noch mal wieder ein bisschen besser vertraut zu machen. Aber das kriegen wir hin. Vielleicht schlecht, vielleicht recht, vielleicht mal mehr, vielleicht mal besser. Scheißegal. Meine Existenz wird davon leider nicht bedroht. Weiter geht's. Ich bin der Duke. Und jetzt. Volle Möhre! Oh, muss ich wieder abbiegen hier? Moment mal. Die Schilder sagen, ich soll da lang. Aber ich habe das starke Bedürfnis, mich hier ein bisschen umzugucken. Immerhin ist das Duke Nukem, der immer bekannt war für Secrets. Aber naja. Na du, Verkehrsopfer. Gehen wir da gleich nochmal Gas. Ich glaube, da lebt noch eine. Platsch. Ja. Schweine gehören auf den Grill, zur Not auf den Hühnergrill, nicht wahr? Wenn wir da hinten lang. Ah, da waren wir. Da hätten wir wohl eine Abkürzung fahren können. So, Moment mal. Schauen wir uns hier noch mal ein bisschen um. Da hinten haben wir einen komischen Energiestrahl. Das könnte eventuell das Endziel hier sein. Okay. Hui, den haben wir gerade noch so geschafft. Moment mal. Schmeißt der gerade tatsächlich eine mit Autos nach mir? Okay. Hinten habe ich ja leider auch einen am Leben lassen. Aber keine Sorge, in der absoluten Endabrechnung. Augen auf im Straßenverkehr. Oh.
Ja. Auch den erfolgreich an die Wand geklatscht. Ich weiß, ich gehe jetzt schon wieder vom Weg ab. Aber ich möchte doch sehen, was das da hinten für eine Location ist, die sie hier so wunderbar in das Spiel eingebaut haben. Jumpen wir mal hin. Aha, was haben wir? Was ist das hier? Also wir hätten ja eigentlich da hinten lang fahren sollen. Aber jetzt möchte ich doch gucken, was hier los ist. Ah, guck mal da. Was haben sie da Leckeres für den Papa hingelegt? Da möchte ich doch die direkt gegen die RPG tauschen. Und die Schrotze direkt gegen die hier. Danke für den Weapon Drop hier. Okay, gut, das haben wir jetzt so nicht geschafft. So, und jetzt fahren wir hier weiter. Gulasch. Okay, gut, haben wir nur fast. Ah, geheim mit der Ruhe, da kriegen wir alles hin, das kriegen wir alles hin. So, locker easy schaffen wir es hier rüber. So, jetzt sind wir schon fast an der Brücke. Huch. Tut mir leid, Junge, das habe ich nicht gesehen. das hätte ich wohl nicht tun sollen. Gut. Ja, jetzt sind wir schon hier an der Brücke. Und entfernen uns von dieser dann auch gleich wieder. Oh, ich hänge. Ne? Diese, geh ab, du. Scheißkarre. Kriegen wir alles hin. Auch wenn es eine Viertelstunde dauert. So. Da oben fliegt eine. Kriegen wir auch noch. Halt doch die Fresse. Halt doch die Fresse. Du kleines, mieses Schweinekotelett. Komm, das war jetzt. Das ist jetzt ein bisschen unfair gewesen hier gerade. Aber gut. Jetzt wissen wir, dass wir da oben einen kleinen Mega-Jump haben. Feinde sind bereits beseitigt. Da fahren wir jetzt ganz entspannt hin. So. Und das Monster ist bereit. Und ab geht's. Ja, aber was willst du mich verarschen hier? Okay. Ist jetzt ein bisschen unromantisch, dass dieser Sprung hier so... Muss ich dann an den Winkel erwischen? So ein bisschen anderer Winkel drauf. Schon passt das. So, jetzt schauen wir mal, damit wir hier nicht gleich wieder runter
abdonnern von der Brücke. Da hinten liegt wohl nichts mehr. Zerbröckelt die hier? Nee. Ah, da kommt eine Rakete geflogen. Kommt eine Rakete geflogen, direkt auf mein Kühlergrill. Ey. Na, was willst du denn? Na, was willst du denn? Stress oder was, hä? Stress. Immer diese tief liegenden Karren. Okay. Eine kleine Rauchwolke. Geben wir einfach mal Gas durch. Hart Gas! Das tritt sich fest. Das dürfte weh. Ah, okay, haben wir eine weitere Sprunggelegenheit. Okay, und ab dafür. Wow, knapp war's, aber angekommen. Oh. Kein Benzin mehr, scheiße, haben wir zu viele Extra-Runden gedreht. Naja, swingen wir uns. Kein Sprit und keine Bräute. Ja, vor allem, dass keine Bräute da sind. Ist eigentlich noch beschissener, das ganze Spiel, als dass kein Sprit da ist. Oh, hier bekommen wir eine Scharfschütze und ich glaube, wir werden die auch brauchen. An diesen Waffenkisten können wir uns nicht aufrüsten. Ja. So. Dein Bauch gehört mir, Baby. Erstmal zwei für einen. Scheiße. Naja, gut. Was? Konnte ich da vorbeischießen? Komm her. Drecksau. Schmeißt mit Granaten nach mir. Ins Gesicht. Na? Noch mehr Freiwillige? Weil ansonsten wechsle ich jetzt hier wieder die... Was zum Geier war denn das? Du kleine Mistratte. Haben die gerade mit ihrem Kumpel an mir geschmissen? Ah! Ab durch die Mitte, Brigitte! Gibt's aufs Maul! Gibt's aufs Maul! Hinsetzen und Schnauze halten. Da war der hier gerade die andere Knarre, diese Enforcer, die ihre heißt. Hallo? Endfeuch, ja? Gib mir die Scheiße, Kind. Gib mir deine Dreckswumme, du. Ich höre dann nämlich im Hintergrund einen Rülpsen. Und der hört sich ein bisschen unentspannt an. Ach, da bist du. So, kriege jetzt deinen Enforcer.
So, was haben wir jetzt? Enforcer und die RPG. Gut. Das sind nicht so viele Munitionis. Aber wenn wir das Gebäude hier klar war. Drei Raketen verballert für ein kleines Vorhängeschloss. Lief läuft ein bisschen suboptimal hier, aber mein Gott, na gut. Ist nun mal so. Was? Mach das Loch auf hier! Da komme ich ja nicht durch, ne? Nee. Wie kriege ich jetzt das Tor hier auf? War irgendwie auch klar. Ja, scheiße, muss ich da hoch oder was? Ja, es ist so. So wird es wohl sein. Der hier wieder zu. Zur Jump and Run. Scheiße, hier verdonnert werde. So, dann gehen wir da rein. Grabben uns den Sprit. Jetzt können wir die scheiß Tür aufmachen. Da drin war schon mal nix. Wen rufen wir an? Wir sprechen uns dann später. What the fuck? Okay. Ein Frisbee. Irgendjemand kriegt jetzt für mir nur ein Frisbee in die Fresse. Kannst du aber singen, du. Kannst du mir aber glauben. Los, komm her. Oh, ich brauche ein Opfer. Er macht denn hier so einen Wind? Aha. Und was genau soll die Scheiße da hinten? Aber ich glaube, ich habe schon Ego bekommen. Durch so eine Aktion. Ja. Mama Muni. Okay. Erfülle mal den Sprit nach hier. Und dann kann es das nächste Mal weitergehen hier mit vollem Tank. Und den besten Absichten. Also dann, bis zum nächsten Mal. Was machen die da hinten? Das finden wir das nächste Mal heraus, Leute. Bis dahin. Ciao.